Hey Leute, willkommen bei Pandido und zum 9. Türchen unserer Mädchen-Adventskalender. Gestern hatten wir Folgendes in Türchen Nummer 8, und zwar eine Ankleidetrennwand für unser Playmobil-Mädchen. Und Barbie hat schicke Armreifen bekommen, und zwar passend zu ihren Silberohrringen. Ja, links und rechts. Oh, dreht sich schön und funkelt am Arm. Aber gut, heute haben wir einen neuen Tag, und zwar den 9. Dezember. Ach Gott, inzwischen sind immer mehr Türchen geöffnet, aber wir sind noch nicht mal bei der Hälfte angelangt. Also keine Sorge, uns erwarten noch jede Menge weitere Überraschungen. Ja, wie auch Türchen Nummer 9. So, das sieht doch noch was Schwarzem, Funkelnden aus. Also ich muss das selber erstmal auspacken, um auch zu erkennen, was denn nun eigentlich ist. Das heißt, nicht nur das Türchen ist noch eine Überraschung, sondern nochmal extra das kleine Tütchen auch. Nun gut, ich habe schon wieder so lange gequatscht. Inzwischen haben wir das natürlich ausgepackt. Es ist ein schickes schwarzes Kleid, wieder auch zusammen mit einem Kleiderbügel. Selbstverständlich wollen wir das auch gleich anprobieren und sehen, wie es ihr steht. Also wieder die Hinter- und die Vorderseite einfach zusammenknipsen. Ja, das ist jetzt also ein schickes Abendkleid, würde ich sagen. Ein langes Maxi-Kleid. Ach, guck mal, auch diese silbernen Sternchen da drauf. Wie so ein Sternenschweif. Sehr, sehr schön. So, in der Zwischenzeit habe ich auch das blaue Röckchen wieder ordentlich an die Kleiderstange gehängt. Ja, wie zu Hause hänge ich auch hier meine Klamotten wieder ordentlich zurück an ihren Platz, damit man die am nächsten Tag auch wieder findet, nicht wahr? Aber gut, machen wir weiter mit dem Barbie-Adventskalender. Türchen Nummer 9 ist hier oben. Oh, das war wieder gar nicht so einfach zu öffnen. Hey, das ist eine Haarspange. Eine pinkfarbene Haarspange, die in Herzchenform auch ist. Ach, schaut mal. Wie süß, mit den kleinen süßen Pünktchen da am Rand. Das ist wie so eine Stickerei fast schon. Ja, dann komm mal her, Barbie. Stecken wir die doch gleich schon mal ins Haar. Ach, ich finde so Farbtöne in Rosa und Pink passen auch ganz fabelhaft zu blonden Haar. Doch, das sieht sehr, sehr gut aus. Obwohl, vielleicht eher auf die andere Seite. Na, vielleicht probiere ich das heute Abend nochmal. Aber auf jeden Fall haben wir hier eine schicke Haarspange für unsere Barbie. Ach, das war's auch schon wieder mit Türchen Nummer 9. Morgen geht's weiter mit der 10. Bis dahin, alles Liebe!